herzlich willkommen auf Punkt-Punkt-Blog. Und ja, vom Jäger zum Gejagten. Ja, heute ist es soweit. Wir sind der Gejagte. Wir begeben uns aufs Schlachtfeld. Klick hier. Hey, es gibt einen Chat! Hey, es gibt einen Chat! Es gibt auf einmal einen Chat! Hello, guys. Rush or stealth? Just kidding! So macht man sich beliebt. Schreib mir. I love this game. Und sie denken sich so, wen juckt es? Gut, und es geht weiter. Wir haben hier das Perk. Und ich will mal ein bisschen mehr auch Überlebende spielen. Ich habe jetzt sehr viel Killer gespielt, was auch echt seine Reize hat. Aber wir sollten auch mal die andere Seite betrachten. Und zwar die Seite der Überlebenden. Meine Nase juckt. Beachtet mich gar nicht, beachtet mich gar nicht. Beachtet den Typ da in der Ecke gar nicht, der sich im Gesicht rumfummelt. Der ist gar nicht da. So, und dieser schöne Ladebildschirm. 1, 2, 3, 4 und ein Strich durch sind 5. Ah. Gut. So viel dazu. Und ja, die Leute haben mich ja so oft in den Kommentaren gefragt, so, Luca, was machst du so in deiner Freizeit? Ja, und das seht ihr, was ich in meiner Freizeit mache. Und zwar in der Bluthütte vor Killern fliehen. Der Typ scheint mir ein bisschen, ich sag mal, ängstlich so. Ach nein, das ist wir spielen gegen den einen Typ, der sich unsichtbar machen kann. Der ist eigentlich nicht so schlimm, weil er eigentlich weil das eigentlich vor die lausige Fähigkeit ist, kann man sagen. Okay, wir müssen. War der Killer? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist die. Okay, boah, Alter. Oh, scheiße, ich sehe ihn. Da ist er. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, er hat mich gesehen. Scheiße. Scheiße, lauf, 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 lauf. Alter, bitte sei weg.
Oh Gott, ich habe so eine Angst. Bitte komm nicht zu mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Mama. Oh Mama. Oh Mama! Oh, der hat das gesehen, gell? Nein. Oh mein Gott, ich... Alter. Shit in meine Hose. Ohne Spaß, Leute. Hab ich gerade eine scheiß Angst gehabt vor diesem Typ. Oh, das ist echt krass. Alter, das Überleben, da hast du voll so Schiss. Als Killer ist es hier voll so wurscht, du hast überhaupt keine Angst. Du denkst voll so, ja, alles easy, ein paar Leute... Aber wenn du Überlebender bist, du hast die ganze Zeit Angst, dass der Typ jetzt gleich um die Ecke kommt und dir sein Messer so tief in den Arsch reinrammt, dass du nicht mehr 2 Meter laufen kannst. Oh mein Gott, hab ich jetzt eine Last von mir und ich chill einfach hier in diesem Schrank und... Alter, ich höre den noch, der ist hier irgendwo in der Nähe und ich komme da nicht mehr aus dem Schrank raus. Ich hab einfach nicht die Eier, da jetzt rauszugehen. Ich hab nicht die Eier. Ich habe wirklich Angst. Und das meine ich ganz... Oh Gott! Oh Jesus! Oh, das war gar nicht gut, dass die hier vorbeigekommen ist. Das kann kein gutes Zeichen sein. Das kann nur ein sehr schlechtes Zeichen sein. Trotzdem wagen wir uns mal raus. Oh Gott, nein. Das war eine dumme Idee. Oh Gott, der eine ist down. Der eine ist down. Okay, der ist da hinten. Okay, versuchen wir mal einen guten Teil hier beizutragen irgendwie. Scheiße. Ja, die hängt am Haken und zwar da hinten. Wir könnten ja versuchen, die zu befreien. Was ich jetzt aber für sehr schwierig halte. Und ich glaube, der Typ gammelt da. Das ist ja auch meine Taktik. Bei diesen Opfern einfach so lange zu gammeln, bis die halt tot sind. Wir versuchen jetzt mal einfach hier einen von diesen Generatoren anzuschmeißen. Sofern wir einen finden sollten. Ich glaube, da haben wir auch einen. Okay, kann ja nicht so... Ist er hier? Nein, ist er nicht. Okay, versuchen wir das Ding hier mal zu reparieren. Boah, dieses Quicktime-Event ist ein bisschen schwer. Ich habe das noch nicht drauf. Nicht gut. Oh Gott! Das war halt gerade gar nicht geil. Oh Gott.
Oh, da hat gerade jemand anders erwischt. Scheiße. Okay, mal versuchen zu operieren. Alter, das ist voll schnell. Und ich weiß nie, wann das kommt. Scheiße, was mache ich? Denk am Haken. Oh, ich hätte fast das Quicktime-Event verpasst. Oh Gott. Wir könnten es schaffen. Wir könnten es... Scheiße, ich bin am Arsch. Das zählt noch, alles klar. Aber bitte kein Quicktime-Event mehr. Das ist so nervig, das ist so scheiße. Es reicht doch schon, dass es so lange dauert, hier das Teil zu reparieren. Da gibt es bestimmt einen Perk, dass es ein bisschen einfacher geht. Okay, wir müssen nur noch zum Ausgang. Da haben wir es geschafft. Wow. Ging ja eigentlich. War ja gar nicht so nervenaufreibend, wie ich gedacht habe. Bis auf die zwei Herzinfarkte, die ich hatte. Okay, der eine bemüht sich hier schon das Tor aufzumachen. Der kommt, der kommt. Schnell raus. Yes! We are the champ. We are the champion. No time for losers. Cause we are the champion of the world. Oh mein Gott. Ich habe jetzt zwar keinen anderen geholfen, aber ich habe es geschafft. Das ist schon mal... Wir werden das schaffen. Anderen zu helfen erhöht deine Arbeitsmoral. Für jeden Überlebenden, den du von einem Haken rettest, erhältst du zusätzlich 25% Geschwindigkeitsanstieg, der bis zu einem Maximum von 100% ansteigen kann. Und meine Schwester... Ah, ich mache mir auch Sorgen. Weil du nicht an dein Handy gehst. Du hast mich jetzt angeschaut. Psst, ich mach eine Aufnahme. Gut, das können wir uns nicht mehr leisten. Dafür habe ich leider zu wenig Blut. Gut, das war's auch wieder mit dieser wundervollen Aufnahme mit unserem Mike, den pädophilen Kindergartengärtner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Killer.